Hey Leute, ich bin's Conny und willkommen zurück zu Lumion Legacy. Wenn ihr den letzten Part verpasst habt, dann schaut ihn euch noch an. Wir sind jetzt auf dem Weg in die nächste City für den nächsten Arena-Kampf. Ich habe zwischendurch natürlich wieder ein bisschen trainiert. Meine Lumions sind jetzt ein bisschen stärker. Ich habe auch hier Pip gefangen. Dem bin ich im Wald begegnet. Der war ziemlich stark, ist mir aufgefallen. Und deswegen habe ich ihn eingefangen und hochtrainiert. Ihr seht, jetzt ist er Level 16. Ich habe den, glaube ich, mit Level 6 gefangen. Und den rüste ich jetzt mal aus. Ich habe auch versucht, hier Kunokopia hoch zu trainieren. Und ich habe auch einen Gecko gefangen. Ich bin nämlich schon einmal bis nach da hinten in Route 3 gegangen. Habe so ein bisschen trainiert. Aber ja, da habe ich mir dann diesen Gecko gefangen. Ich weiß noch nicht, ob ich den behalten möchte. Ich kann ihn euch mal zeigen. Hier so ein Gecko. Also ein Geeklo heißt der, aber ich habe ihn Gecko genannt. Müssen wir noch gucken, ob wir den in unser Team aufnehmen. Pip nehme ich auf jeden Fall in unser Team auf, weil der war krass. Jedes Mal, wenn eine Windattacke ausgeführt wird, dann kriegt er mehr Geschwindigkeit dazu. Das ist ziemlich cool. Hat selbst schon relativ starke Windattacken und ist auch ziemlich schnell. So, ich rede jetzt mal mit dem Typen, weil der hat eine gelbe Sprechblase über sich. Deswegen wird das bestimmt wichtig sein. Hey, Lumion-Trainer! Hast du schon mal von Cinemoth gehört? Ich versuche ein paar Dinge über Cinemoth zu lernen. Weißt du, da gibt es so einen mysteriösen Staub, der deren Flügel umgibt. Wenn du mir eine Probe von diesem Staub geben könntest, dann könnte ich Antitoxine daraus herstellen. Ich könnte spezielle Tränke herstellen, um Statuseffekte zu heilen. Also, wenn du einen Cinemoth hast, dann zeig ihn mir bitte. Ich glaube, ich habe keinen Cinemoth. Ich glaube nicht. Oh, nee, ich habe keinen Cinemoth. Ich kann euch mal zeigen, ich habe auch ein bisschen Lumions gefangen, aber die meisten habe ich nicht gefangen, weil ich die nicht so interessant fand. Ich kenne ja die Lumions nicht, ich weiß nicht, welche stark sind, welchen. Woher hast du den? Gib den her, Digga. Gib den her, das ist meiner! Naja, ich gehe ja meistens nur nach Aussehen, ob ich Sachen fange oder nicht. Ich würde auch gerne so einen Kabunga fangen. Aber vielleicht lese ich mich auch irgendwann mal ins Wiki ein, um zu schauen, was so gute Lumions wären und was nicht. Jetzt hier erstmal an den PC. Und das hier sind auf jeden Fall keine Cinemoths. Den hier habe ich noch gefangen. Ein Clapteig habe ich Furry genannt, weil er sieht halt aus wie ein Furry. Scheint aber nicht so strong zu sein. Ja, und das sind dann so alle Lumions, die ich aktuell habe. Ich habe übrigens hier bei dem Typen mir auch noch ein paar von diesen Discs gekauft, weil mir gingen die Capture Discs aus. Und die gingen mir zufälligerweise aus, als ich hier Pip fangen wollte. Und dann musste ich 50 Robux ausgeben für so eine Ace-Disc. Weil den Pip, den konnte ich mir nicht entgehen lassen. Und das war wirklich gut. Also Pip hat wirklich gut gekämpft. Er hat mich gecarried, als meine anderen Lumions noch nicht so stark waren. Hat Pip ziemlich gut durchgecarried. Also, der bleibt erstmal in meinem Team. Vielleicht wird er auch irgendwann schwächer mit der Zeit, aber aktuell ist er ziemlich stark. So, also wenn ich dann meinen Cinemoth sehe, dann komme ich auf den Typen da hinten zurück. Wir gehen jetzt rüber zu Route 3. Den ersten Trainer da vorne habe ich schon besiegt, aber die anderen Trainer in Route 3 habe ich nicht angefasst, deswegen konnte ich da immer nur so in den ersten paar Wiesen trainieren. Und mir ist auch aufgefallen, dieses Puste-Ding hier, das ist offensichtlich da, um da hochzukommen. Das bedeutet, wir müssen, wenn wir wissen, wie man bei solchen Puste-Dingern hochkommt, müssen wir unbedingt nochmal in den Wald zurück, um die alten Ruinen zu finden. Aber gehen wir mal rüber in Route 2. Route 3. So, angekommen in Route 3. Hier gibt es viele Geeklos. Ich konnte hier hochgehen, dann wäre da oben wieder ein Trainer, aber ich gehe jetzt erstmal hier durch und dann... Oh, oh, ich werde angesprochen und ich sehe gerade, ich habe keine Lautstärke. So. They're cute, but Victoria... ja, ich habe jetzt nicht gelesen, was die von mir wollte. Egal. Aria möchte kämpfen. Oh, sie hat einen Geeklo. Geeklo mag ich nicht. Die sind nämlich anstrengend zu bekämpfen mit meinen aktuellen Lumions. Ich hau den aber einfach mal aufs Maul. So. Jetzt nutzt das Bär. Und ich denke mir so, nee, ich setze... Take Root ist lustig. Da setze ich halt meine Wurzeln in den Boden. Und die nächsten Runden heile ich mich immer passiv. Mal, er schießt mich jetzt an und ich habe wieder ein bisschen dazu geheilt. So, jetzt gehe ich auf Fight und dann hau ich dem nochmal Leaf Barrage rein. There's not enough energy. Bin wir mal Panel Pummel. Das sollte noch drin sein. So, hauen wir dem weg. Bam. Und ich heile mich dann gleich nochmal so ein bisschen. Erstmal natürlich Experience. Mein Geeklo muss noch mehr an sich arbeiten. Oh, das war nur... Du hattest nur einen? Ich dachte, ich heile mich jetzt in der nächsten Runde. Wow. Da hätte ich wohl doch nicht Take Root machen sollen. Naja. Gehen wir hier einfach mal weiter durch das hohe Gras. Und der nächste Kampf beginnt gegen ein Triddle. Gegen Triddle ist Elektro natürlich sehr gut. Und ich glaube, ich nutze auch mal Elektro. Ich habe mein Geeklo gerade auf der Ersatzbank. Na gut, dann... Gibt's einfach aufs Maul. Einmal mal Leaf Barrage. Und weg ist er. Und meine Mission ist es ja aktuell auch mein Kunokopia weiter zu trainieren, weil ich möchte, dass er sich entwickelt. Ich glaube, das wird noch einige Level dauern, aber mal schauen. Und hier ist so eine coole Höhle. Und da kommt so Elektrozeug raus. Ich glaube, hier entstammen die ganzen Geeklos, oder? Ich wünschte, man könnte ein bisschen mehr mit der Umgebung interagieren. Aber das sieht schon ganz cool aus hier. Oh, was ist denn da los? Bauarbeiter, die eine Pause machen? Ich will vorbei. Lass mich vorbei! Okay, ich spreche mit dir. Sorry, aber die Mine ist geschlossen. Wir müssen den Powerkristall beschützen. Okay.
dann beschützt euren Powerkristall. Hierhin werden wir wahrscheinlich storytechnisch nochmal zurückkommen müssen. Ich laufe erstmal weiter. Ich finde es cool, dass man solche Sachen hier auf dem Weg findet. Ich kann jetzt hinter ihm langlaufen, aber ich fürchte mich natürlich nicht vor einem Kampf. Ich habe gerade das süßeste kleine Lumien gefangen. Der kleine Kerl liebt es, sich im Boden zu vergraben. Also es ist entweder dieses Wildschwein oder vielleicht doch das Furry, weil er meinte süß. Mal gucken. Elizabeth möchte kämpfen. Okay, und sie holt das Wildschwein raus. Ja, also mit Kunokopia kann ich ja aktuell nichts machen, außer mich selbst zu härten. Deswegen gegen das Wildschwein nehme ich dann einfach mal... Ich nehme wieder Pip. Hat mich gebissen. Super effektiv. Hat man nicht gesehen. Ich mache nochmal Take Root. Ich möchte mich ein bisschen heilen. Er beißt mich immer. So, ich habe mich aber wieder ein bisschen geheilt. Und jetzt haue ich dem einfach mal ein bisschen Paddle Pummel rein. Was hast du davon? Super effektiv. Das hält ziemlich viel aus. Das ist auch komisch hier. Hier ein Level 8er Lumion. Ein Level 8er Lumion hält so viel mehr aus gegen ein Level 16er Lumion, als es in anderen Pokémon-Spielen üblich wäre. Aber dafür kann man aber auch sagen, dass Sachen, die nicht sehr effektiv sind, halt auch wirklich fast gar keinen Schaden machen. Also das ist schon ein bisschen anders gebalanced als in Pokémon-Spielen. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Weil normalerweise wäre ich mit einem Level 16er Lumion ja komplett im Vorteil, aber naja. Nee, ich möchte nicht switchen, weil ich möchte mich ja weiter hochheilen. Oh, sie hat Propane geschickt, das ist doch schön. Dann kann ich nochmal dann kann ich jetzt erstmal mich ausruhen. Mich währenddessen hochheilen, während die einfach nur Härtner machen kann. Guck mal, die kann sich jetzt so die ganze Zeit verteidigen und ich heile mir jede Runde 2 HP dazu. Und ich würde sagen, ich puste dich einmal an, so ein bisschen. Und weg ist er. Pips gleitet. Jetzt hat sich meine Geschwindigkeit auch noch erhöht, weil ich jetzt eine Luftattacke gemacht habe. Und das war's mit dem Kampf. Oh, meine süßen Lumiens können auch stark sein. Ja, schön für dich. Gib mir dein Taschengeld. Und weiter geht's. So, hier hinten haben wir wieder so eine Mine. Ich möchte erstmal gucken, was hier auf der Mine so los ist. Was ist das denn da? Kann ich mit dir sprechen? Kann ich dich fangen, please? Hier ist mein preisgekrönter Borok. Du meinst wohl Börek. Er kann mehr Steine zerschmettern als 10 Männer gemeinsam. Ja, okay, bla bla. Und so, hier werden dann scheinbar diese komischen Kristalle gefarmt. Interessant, was ihr hier so tut. Ich würde schon feiern, wenn ich hier auch auf so Erdlumien stoßen könnte. Aber wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Kann ich hier rein? Nee, hier kann ich nicht rein. Das wäre auch zu lustig. Kann ich da rein? Da ist eine Lampe an. Kann ich da rein? Ich kann da rein! Oh mein Gott, ich gehe jetzt erstmal einbrechen. Oh, hier ist mehr Platz drin, als ich dachte. Aber ich kann nichts klauen. Schade. Ich mochte das ja, dass man in Pokémon-Spielen immer aus Mülleimern Sachen klauen konnte. Aber sonst kann ich hier noch nichts machen. Also laufen wir erstmal weiter. Dahinter geht's zu Silent City, wo wir auch hinwollen. Wir hätten auch gucken können, wo es da oben hingegangen wäre. Komm, wir erkunden erstmal alles, bevor es nach Silent City geht. Wir haben noch so viele Möglichkeiten. Oh, ein Giglo. Oh mein Gott. Ja, holen wir jetzt mal Twitter raus. Wobei, Twitter ist schwach gegen Giglo, weil Twitter ist ein Flug-Pokémon, Giglo ist Elektro und Elektro ist stark gegen Flug. Aber er nutzt natürlich die falsche Attacke gegen mich, dass ich jetzt einfach ihn wegpouncen kann. Und Pounce! Okay, ich sollte vielleicht wechseln. Auf Feuer. Feuer ist stark genug. So. Dann gibt es ein Ear Slap, ist eine neue Attacke, die ich dazu gelernt habe. Die kann bis zu 5-mal treffen. So 1, 2, 3... Ah, nur 3-mal. Ein 4. Mal hätte ihn besiegt. Schade. Jetzt hat er Static Shock gemacht. Kann ich mit leben und ich hau ihm jetzt ein bisschen Feuer ins Gesicht. Feuer! Ja, und damit ist Giglo weg. Also Giglo hält schon ziemlich viel aus. Mir fällt gerade auch noch ein, ich habe einen Kommentar bekommen und zwar, ich soll Viech umbenennen. Ich guck mal, ob ich das machen kann. Ich glaube, ich kann Viech nicht umbenennen. Ich finde hier keinen Knopf, um Viech umzubenennen. Aber ich sollte Viech umbenennen in Unkraut. Aber ich weiß nicht, wo ich das machen kann. Also, falls ihr wisst, ob man Lumiens im Nachhinein nochmal umbenennen kann, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich kann euch noch andere Sachen zeigen. Es gibt hier nämlich nicht nur so ein Pokédex, wo man halt gucken kann, welchen man schon begegnet ist. Und welche man schon gefangen hat. Sondern es gibt auch so eine Lumion Mastery. Und für jedes Lumion gibt es dann so Aufgaben, die man abschließen kann. Wie zum Beispiel hier für Twitter. 1000 Schaden mit Twitter, 5 Twitters fangen, 20.000 Experience mit Twitter earnen. Also das dauert echt lange, bis man solche Masteries hier voll hat. Da hat man echt eine Beschäftigung, die nochmal über den Pokédex, der ja allein schon lang genug dauert, hinausgeht. Ihr seht hier, bei Pip bin ich ziemlich weit dabei, aber dauert halt auch noch ziemlich lange. Und dann gibt es die Trainer Mastery und die geht hoch, wenn ich die Lumion Mastery schaffe. Mit jeder Medaille, die ich hier bekomme, steige ich in der Trainer Mastery und bekomme dann immer ein paar Items. Und da kommen auch die Items her, die ich jetzt schon habe. Zum Beispiel die ganzen Sachen hier, die ich dann als Medizin benutzen kann. Es gibt aber auch hier Powerfruits, die meine Lumien stärker machen. Aber das hebe ich mir alles für später auf. Weil auch in Pokémon-Spielen war es immer so, und ich habe auch so Hyperdiscs dadurch bekommen, war es so, dass zum Beispiel Sonderbonbons lohnen sich vor allem, wenn man schon sehr weit im Spiel drin ist. Weil die späten Level sind ja die, die am längsten dauern.
So, ich laufe jetzt einmal hoch. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht... Ah, Mist. Na gut, die Klammer auch mal kurz weg. So, dann gehen wir hier weiter. Und hier oben gab es nämlich noch einen Pfad, wo ich gucken wollte, wo der mich hinführt. Und dafür müssen wir an diesem Trainer hier vorbei, was wir natürlich easy machen werden. Ich bevorzuge immer die Hochstraße. Meine Lumiens lieben es, wenn ich das tue. Ja, deswegen gehe ich hier oben auch lang. Genau, weil meine Lumiens es lieben. Und jetzt sind wir wieder unten. So, er hat einen Triddle. Und ja, ich habe Giklo, ich habe Gecko halt immer noch auf der Ersatzbank. Aber ich nehme Pip. Pip ist in der Hinsicht stark gegen ein Triddle, weil wenn Triddle eine Air-Attack macht, dann wird mein Pip schneller und dann erhöht sich natürlich die Chance, dass ich zwei Attacken hintereinander raushauen kann. Ich mache jetzt erstmal wieder Take Root. Das dauert natürlich sehr lange, bis ich mit Take Root hochgeheilt bin. Aber solange der nur solche Sachen macht, wie meine Defense zu verringern, bin ich absolut dabei. Ich hau dir jetzt noch ein bisschen Gast rein, weil dann erhöht sich meine Geschwindigkeit. Seht ihr? Und wenn er benutzt wieder Stair, das heißt, das ist jetzt perfekt, um meinen Pip wieder hochzuheilen. Ich habe mit 32 HP angefangen, bin jetzt schon bei 36 HP. Und gebe ihm jetzt den nächsten Gast und habe jetzt nicht nur mehr HP als vorher, sondern auch noch mehr Geschwindigkeit als vorher. So, jetzt habe ich schon 38, bin kurz davor wieder voll zu sein. Er holt wieder einen Triddle raus, perfekt. Das ist das Schöne an Take Root, wenn man gegen so wacke Lumiens kämpft, dann kann man einfach easy sich hochheilen. Nicht genug Energy dafür. Na gut, dann warte ich erstmal. Oh, ich wollte resten. Oh, ich habe jetzt gesagt, dass das trotzdem ausführen soll. Und jetzt bin ich... Oh, das war schlecht. Jetzt habe ich natürlich eine Runde verloren, die ich hätte... Ah... Ja, gut, jetzt habe ich schlecht gespielt. Na gut, ich hau dir trotzdem noch mal ein bisschen Gast rein. Und er schickt noch ein Triddle. Das lassen wir uns nicht nehmen und hauen das natürlich auch direkt weg. Mit noch mal mehr Gast. Ich habe jetzt schon so viel Geschwindigkeit. Pips Glide ging noch mal hoch. Er nutzt jetzt Stair. Das bringt dir aber gar nichts, dass du meine Verteidigung verringerst. Weil ich hau dir jetzt noch einen Gast rein. Gast? Also gut, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, gib mir dein Geld. So, weiter geht's. So, hier oben gibt es wahrscheinlich keine interessanten Lumiens mehr. Aber, ah, es hat sich gelohnt, hier hochzugehen. Das führt mich nicht... woanders hin, sondern einfach nur zu so einer Kiste, die ich auftrete. Bam! Und da drin sind Boost-Token! Yeah! Okay, verstanden. Kann ich hier runterspringen? Schade. Und ich habe meine Mastery vollständiger gemacht. Okay, weil ich 15 davon im Kampf ausgenockt habe. Nice. So, jetzt gehen wir aber wieder zurück. Und zwar zu Silent City, wo wir auch hin sollten. So, und jetzt sind wir schon da. Nur noch gegen einen Trainer kämpfen. Und dann sind wir angekommen. Ey, bist du auf dem Weg nach Silent City? Alles klar, dann musst du vorher mit mir kämpfen. Okay, dann kämpfen wir gegeneinander. Schon wieder so ein Giklo. Ich hole mein Viech raus. Ein Unkraut im Herzen, aber es heißt jetzt Viech. Wahrscheinlich kann man es nicht mehr umbenennen. Nutzt Bär, nein! Tja, dann nutze ich Swipe. Oh, Dratsch. Static Shock ist nicht sehr effektiv gegen mein Viech. Und dann nochmal ein Paddle Pummel. Und weg ist er. Mein Viech ist jetzt Level 14. Sehr gut. Kunukopia hat auch ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Und meine Benched Lumiens auch. Ich möchte noch ein Giklo schicken. Ich werde nicht tauschen. Den werde ich direkt wegratschen. Nein, mir hat meine Melee Defense verringert. Ist mir egal. Ich brauche keine Verteidigung, um dich fertig zu machen. Trainerkämpfe sind gut, um zu trainieren. Die mache ich gerne. Oh nein, als ob. So auf den letzten Meter ist doch was rausgekommen. Dann schicken wir mal unser Feuer. Werden einmal ins Gesicht gebratscht. Und holen den Vogel aus dem Himmel. Oh, er hat mir einen Crit gegeben. Ehrenlos. Dann gibt's jetzt ein Ear-Slap. Slap und Slap. Und auf nach Silvan City. Na, Silvan City. Schon... Oh Gott, das ist ja eine richtige Stadt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Der sieht aus wie ein Trainer, der mich gleich anspricht. Und hier läuft krasse Musik und ein Modegeschäft. Oh mein Gott. Ganz im Ernst, du sahst gerade aus wie... Was ist mit deinen Beinen los? Du sahst wirklich aus, als wärst du eine Figur. Das ist vielleicht doch kein Modegeschäft. Okay. Und hier steht auch jemand in seinem... In diesem Asia-Shop. Was soll denn das sein? Ach, egal. Ich will nicht mit allen Leuten sprechen, sonst dauert das ewig. Aber ich kann ja mal meine Lumiens hochheilen. So heilen wir sie hoch. Dim, 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 dim. So. Und ich würde sagen, ich packe jetzt mein Kunukopia auf die Ersatzbank. Müsste auch Horst mal trainieren. Weil Kunukopia bringt mir halt im Kampf nicht viel. Ich will ihn zwar leveln, aber alle meine Lumiens kriegen einen Erstschlag, wenn ich immer tauschen muss vorher. Hier darf ich scheinbar nicht lang. Ist auch eine coole Art, um die Stadt zu begrenzen. So sagen, yo, hier durch den Tunnel darfst du nicht durch. Da hinten ist richtig viel Verkehr, aber das ist cool gemacht. Da scheint die Arena zu sein. Die sieht abgespaced aus. Hey, bist du das erste Mal in der Stadt? Also, willkommen in Silvan City. Ich habe gerade nur die Aussicht auf das Battle-Theater von hier genossen. Oh, du bist ein Lumien-Trainer. Also dann musst du auch im Battle-Theater mal... Du weißt schon, jeder Trainer hat das Ziel, alle Battle-Arenen von Roira herauszufordern, oder? Also dann viel Erfolg, Kumpel. Du brauchst Glück. Okay, viel Glück, hat er gesagt. Dankeschön.
was sehr einschläfern. So, ich will aber noch nicht in die Arena gehen. Ich will erst mal noch gucken, was die Stadt zu bieten hat. Oh mein Gott, hätte ich das Ding nur geholt. Wer bist du? Im Battle-Theater. Es ist halt nicht Arena, sondern Theater. Aber ich kann, ich sag dazu weiter Arena. Gibt's gerade ein Line-Up-Challenge für Opponents? Bla, bla, bla. Ja, 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 ja. Oh, okay. Ich kann da Leute herausfordern. Als ob. Aber in der Stadt geht es scheinbar nur um die Arena. Ach, hier hinten ist wieder so ein bisschen Minenarbeiterzeug. Verstehe. Das ist scheinbar das große Business von Salvant City. Diese Mine und diese Steine, das ist bestimmt auch ein wichtiges Gebäude. Was kannst du mir über das Gebäude sagen, vor dem du stehst? Ich liebe es, in einem Apartment, das so nah an der Battle Arena ist, zu leben. Achso, das sind Apartments? Hier kann man wohnen? Ach, wie schön. Hier kann man es doch genießen. Gibt es hier Mülleimer, aus denen ich Sachen klauen kann, bitte? Luda, wo kann ich hier Sachen klauen? Sorry, aber wir haben keine Zimmer mehr. Bitte komm später wieder. Aber Fahrstuhl, hallo? Na gut, ist wahrscheinlich auch wieder wichtig für eine Story später. Aktuell kann ich hier noch nichts machen. Und da geht's zu Route 4, okay. Wir könnten jetzt schon in Route 4 trainieren. Aber komm, wir gehen in die Arena rein. Wir gehen jetzt in die Arena rein. Darum geht's doch, ne? Nochmal, wir stehen nicht in der Schlange. Wir gehen einfach rein. Yeah. Oh, hallo. Du kommst gerade rechtzeitig. Wir suchen gerade nach Trainern, die die Arena herausfordern möchten. Die Aufgabe ist es, verschiedene Runden zu kämpfen und den Arena-Star zu besiegen in einem Kampf. Du weißt schon, bla bla. Und wenn du ihn besiegst, dann bekommst du eine Medaille. Wenn du mit daran teilnehmen möchtest, dann sprich mit mir. Okay, dann lauf doch nicht weg. Warum muss ich mich nicht in die Schlange stellen? Wahrscheinlich, weil ich kein Publikum... Er hat erkannt, dass ich ein Trainer bin, an dem Lumien, das hinter mir steht. Augenblick, dann müssen wir aber auch das Beste rausholen, was wir so zu bieten haben. Ich weiß nicht, sollten wir Horst noch rausnehmen? Nee, ich glaube, das ist ein gutes Line-Up. Okay, hallo Trainer. Möchtest du an der Challenge teilnehmen? Ja klar, möchte ich teilnehmen. Alles klar, dann folge mir. Okay, wer ist die? Ach egal, wir gehen da rein. Deine erste Runde beginnt gleich. Du musst erstmal ein Rätsel lösen und dann gegen einen Trainer kämpfen. Danach wirst du die nächste Runde. Bla, 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 bla. Bist du bereit? Ja, klar bin ich bereit. Okay, es geht los. Oh mein Gott. Sag willkommen zu unserem ersten Herausforderer. Never gonna give you up, Conny. Es geht mir alles zu schnell. Alles klar, du kennst die Regeln. Bevor Conny battlen kann, muss er erstmal eine Aufgabe erfüllen. Also, das ein Rätsel. Das erste Rätsel ist... Das Rätsel ist einfach. Du musst auf die grünen Felder laufen und um sie an- und ausmachen. Aber sei vorsichtig, weil alle Green Tiles werden auch die Farbe ändern. Also ich muss alle Green Tiles anmachen, um zu gewinnen. Mal sehen, ob Conny das hat, was es braucht. Okay, dann machen wir das. Oh mein Gott! Ich hab's geschafft! Also, wer ist bereit für einen Kampf? Ich kann das. Bitte. Wenn du den Star herausfordern möchtest, musst du erstmal an mir vorbei. Also komm, leg dich an mit meinem Twillert. Alles klar, Twillert. Oh nein. Ah, nee, doch. Das kriegen wir hin. Wie viele Lumens hat er? Kann ich das sehen? Ah, in Pokémon sieht man erstens, was für ein Type die gegnerischen Pokémon haben und wie viele er hat. Ich gehe mal davon aus, dass er nur einen hat und haue ihm deswegen einfach mal einen Gast rein. Gast! Er benutzt genau... Ah, er kaut auf mir rum. Ekelhaft. Widerlich. Was fällt dir ein? Noch ein Gast. Bam! Und er stretcht sich und erhöht damit seine Geschwindigkeit. Das ist aber kein Problem, weil jetzt wird er getötet, Alter. Jetzt wird er so weggemacht. Bam! So, Twillert ist besiegt. Und Pip ist jetzt Level 17 und möchte Mind's Eye lernen, okay? Ja, wir gucken uns erstmal an, was das ist. Das klingt ja interessant. Okay, das ist tatsächlich Type Mind. Hone your senses to boost your attack. Nee, das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja, ja, Mind's Eye brauchen wir jetzt nicht. Er will Eaglet holen. Bei Eaglet bleiben wir auch dabei. Da haben wir jetzt nichts Besseres. Wobei Pip ist schon ein bisschen exhausted. Vielleicht holen wir einfach mal Gecko raus. Komm, erstmal Gecko mal kämpfen. Der macht zwar nicht viel Schaden, aber hält viel aus. Und Licht gegen Elektro. Ich sorge doch für einen Kurzschluss bei dem. Static Shock, los geht's. Okay, das war ein kritischer Hit. Und er macht mir kaum Schaden. Das ist das Schöne an Gecko. Gecko hält so viel aus. Und jetzt gibt's noch einen Spare. Oh, er hat's überlebt. Er benutzt Stare. Okay, jetzt möchte ich euch noch was zeigen. Das wäre eine Attacke, die ich wirklich richtig gerne im Zusammenhang mit Take Root hätte. Und zwar Dodge. Dodge bedeutet, dass ich versuche, die nächste Attacke einfach auszuweichen. So, ich bin bereit auszuweichen. Er macht Pounce und ich bin ausgewichen. Und damit habe ich halt seine Energie geraubt. So, und jetzt gibt es nochmal einen Static Shock und dann bist du weg. Bam! Eaglet ist weg. Gecko hat 109 Experience bekommen und ist jetzt Level 16. Nice. Und Horst ist auch Level 15. Uff, was für ein eindrucksvoller Kampf. Herzlichen Glückwunsch zu unserem Sieger, Conny. Wir sind bald wieder zurück nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Coole Werbeunterbrechung, auf jeden Fall. Achso, ich kann jetzt einfach zwischen den Runden gehen, oder wie? Just barely beat the first puzzle and battle. Okay, du hast es gerade so geschafft, dann schaffst du den Rest auch nicht. Kann ich zurückgehen? This way leads you back to the ticket lobby. You don't want to go this way unless you're giving up the challenge. Nein, ich gebe doch nicht auf. Ich dachte nur, ich könnte jetzt zwischendurch meine Lumens heilen. Aber ganz im Ernst... Wir lassen das so. Weiter geht's. Lass mich rein. Willkommen zurück an Conny, unseren Herausforderer. Everybody give it up. Alles klar. Conny, geh auf die Bühne. Mit dieser Runde musst du erstmal das nächste Puzzle, du weißt schon. Und diesmal, was ist das? Jetzt haben wir schwarze Teils. Du kannst dich immer noch frei bewegen.
auf Details. Aber den neuen schwarzen darfst du nicht berühren. Viel Erfolg. Okay, mach ich. Und bap. Aha, was ist denn das? Hab's geschafft, yeah. Warum sind diese komisch vernetzt? Ich dachte, sie gehen einfach an, aber es war beim letzten Mal schon so seltsam. Alles klar. Hey, ich bin's. Kennst du mich noch? Du bist ziemlich weit gekommen, aber jetzt ist es vorbei für dich. Komm raus, Twillert. Als ob ihr alle eure komischen Twillerts habt. Ja, komm. Ich mach erstmal Take Root. Er macht Quick Pounce. Ich mach Take Root. Hab mich wieder ein bisschen geheilt. Und jetzt gibt's den Leaf Barret. Bam, 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 bam. Und Pommens Trillers Melee Defense ist gefallen, yeah. Und ich habe mich wieder ein bisschen hochgehealt. Und jetzt gibt's einmal einen Gast. Bam, weg ist er. Pips Glide ging hoch. Perfekt. Was hast du als nächstes zu bieten, hä? Wambert. Ich glaube, habe ich einen Boden? Nee, habe ich nicht. Dann lasse ich das so. So. Das ist ein ganz cooles Lumen. Das hätte ich mir eigentlich auch holen können. Ich würde sagen, ich ruhe mich erstmal aus. Also, ich bin ausgeruht. Wambert growlt mich an, meine Attack fällt, das ist nicht so schlimm, weil ich mache jetzt eine Special Attack und zwar Paddle Pummel. Oh, das macht kaum Schaden. Okay, das merke ich mir, dann versuche ich mal Leaf Barret und so ein Wambert hält echt viel aus. Das hätte ich nicht gedacht. Er benutzt jetzt Tees. So, und dann versuchen wir mal Gast. Pusten wir den einfach mal weg. Bam. Meine Geschwindigkeit hat sich erhöht. Er benutzt Chomp. Jetzt beißt er mich auch noch ehrenlos. Alter, wie stark ist so ein Wambert? Das ist krass. Hat er verstanden? Okay, ich würde sagen, dann tausche ich einfach mal. Dann holen wir nochmal unseren Gecko raus. Pip ist trapped. Oh, Pip kann nicht mehr entkommen. Alles klar. Dann ruhen wir uns noch ein bisschen aus. Und hauen mir jetzt eine Leaf Barrage rein, um den wegzumachen. Bam. Aber das war stark. Man kann halt wirklich nicht einschätzen, wie stark ein gegnerisches Lumion ist. Du bist fast bereit, um Naya zu treffen. Pass bloß auf. Wahrhaftig unglaublich. Ein weiterer exzellenter Auftritt von Conny. Wir sind zurück nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Tu mal mit deiner Werbeunterbrechung. Langsam reicht's aber mal. Na komm, wir gehen einfach wieder rein. Ich will rein. Lass mich rein. Ich brauche mich nicht heilen. Ich zieh das durch. Conny kommt zurück auf die Bühne. Everybody give it up. Fuck, ich liebe es. Never gonna give you up. Jetzt kommt die Final Challenge. Die Final Challenge. Ja, ich weiß, was zu tun ist. So, ich hab's geschafft. Und Zeit für unseren nächsten Herausforderer. Sagt willkommen zu unserem Battlestar, Naya. Ich wusste, sie sieht so aus. Ach, du hast es echt weit gebracht. Aber weiter kommst du sicher nicht, ja? Die meisten Trainer haben wenigstens eine Medaille unter ihrem Gürtel, bevor sie mich herausfordern. Naja, nur weil du neu bist, heißt es nicht, dass ich es mit dir leicht angehen werde. Bla 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 bla. Bla bla bla. Naja. Oh, jetzt kommt die Naya-Battle-Musik. Yeah. Gegen Giglo ist nur ein Lumion stark. Und zwar ein weiteres Giglo mit einem höheren Level. Er nutzt Static Shock. Das ist nicht sehr effektiv. Ich bin natürlich smarter und nutze Spear. Spear! Oh Gott, das macht ja gar nichts, hä? Nochmal. Spear. Er starrt mich an, meine Melee Defense fell. Ich mache nochmal ein Spear. Dann nutzt nochmal Starren. Er starrt mich nochmal an, das ist sehr gut. Ich gebe ihm nämlich jetzt noch einen Schlag, um ihn wegzumachen. Dann tausche ich mein Lumion aus, weil dann hat sie... Oh nein! Ah, warum ist er so blöd und nutzt dann Static Shock? Der hätte eigentlich Spear nutzen können, um mir jetzt richtig Schaden zu drücken. Naja, egal. Sie ist scheinbar nicht sehr stark. Und meine Attacke, die kommt nicht mehr bei ihm an. Ah, ich hasse es, wenn das passiert. Ich weiß zwar nicht, woran das liegt, aber manchmal funktioniert es einfach nicht. Ich nutze Shine und bam, jetzt ist er weg. Und jetzt tausche ich mein Lumion aus, weil dann macht es nichts aus, dass meine Melee-Defense so stark geschrumpft ist. Sie möchte noch einen Giglo schicken. Ja, ich möchte tauschen. Und zwar zu Viech. Viech, du wirst es ihnen zeigen. Ach ja. So, und da hauen wir dir erstmal ein bisschen Paddle Pummel rein. Und er nutzt Shine, okay. Das macht mir aber nichts, wenn du Shine benutzt. Das weißt du schon, oder? So, und ich würde sagen, jetzt swipe ich dich nochmal ein bisschen weg auf Tinder. Digga, warum versuchst du nochmal Shine? Also, die KI ist echt nicht smart. Die ist wirklich nicht smart. Die benutzt Attacken, die keinen Schaden machen. Okay, er möchte dodgen. Und er ist meinem Dings gedodged. Alles klar. Dann nutze ich einfach mal Growl. Er nutzt Static Shock. Das fand ich doof. Ich nutze Growl. So, deine Melee-Attack ist gefallen. Und jetzt nutze ich nochmal... Jetzt nutze ich einmal Paddle Pummel. Komm, nutze noch einen Static Shock. Paddle Pummel! Er hat es leicht überlebt. Ja, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen ausruhen. Holen wir uns aus. Oh, er hat sich auch ausgeruht. Wie schön. Und jetzt noch ein Swipe. Er hat schon wieder Dodge verwendet. Hör auf, meinen Swipes zu dodgen. Na gut, dann gibt's halt Paddle Pummel. Und weg ist er. So, was hast du noch im Angebot? Ah, das Viech. Das ist Boden. Gegen Boden. Es pflanze gut. Ich bleib bei meinem. Nee, ich nehme Pip. Ich hol Pip raus. Weil Pip hat noch ein bisschen bessere Pflanzenattacken als Viech. Ja, jetzt wirst du... Oh, das ist nicht Boden. Na gut. Ich hau dir trotzdem eine Pflanzenattacke rein. Nee, erstmal Take Root. Erstmal Take Root. Quick Pounce. Ja, ist nicht so schlimm. Ich mach Take Root. Hol ich mir die HP wieder zurück. Und dann nochmal Gast. Sharpen. Oh, der hält viel aus. Das hätte ich nicht gedacht. Dann hauen wir dir mal eine Leaf Barrage rein.
Oh, du bist ausgewichen. Was sollte das denn? Dein Paddle Pummel? Not enough energy. Das mit der Energie ist echt ein Problem. Pip braucht mehr Energie. Weil die Attacken, die ich nutze, verbrauchen auch sehr viel Energie. Was war das denn? Was war das denn? Oh mein Gott. Alles klar. Ja, dann ist jetzt Zeit für Twitter. Weil Bodenattacken können nichts gegen Flug anrichten. So, dir hauen wir erstmal ein bisschen Gast rein. Ja, ruh dich erstmal aus, während ich dir Gast reinhaue und bam! Als ob das so wenig Schaden. Okay, ich bin auch ein bisschen wacker als der, aber trotzdem. Krass, gib dir mal einen Pounce. Und jetzt würde ich sagen, gönne ich mir mal einen Trank. Ein Small Mädchen. Schön geheilt. Er nutzt Sharpen. Na gut, der hat auch die ganze Zeit seine Melee-Attack steigen lassen. Ja, und dann nutzen wir noch einmal, ich würde sagen Gast. Und weg ist er. Würde ich auch sagen, wenn ich tot wäre. Was hast du davon, dass du Pip... Ja, Pip ist tot. Naja, ich habe 900 Cash dafür bekommen. Das war ein exzellenter Kampf. Leute, wir haben einen Gewinner. Gratulation für Conny für Sieg. Ja, warum zweimal vor? Deine Fähigkeiten sind wahrlich beeindruckend. Das hier hast du dir verdient. Yeah, meine erste Medaille. Die Harmonie-Medaille. Geil. Du hast dich wirklich gut da draußen angestellt. Was auch immer, ich habe gehört, es gibt einen weiteren Preis, den wir normalerweise zusätzlich verteilen. Natürlich spreche ich über die exklusiven Lumiwatch-Apps. Meine Signature-Lumiwatch-App ist called Stunning Flash oder auch einfach nur Taschenlampe. Leider braucht Stunning Flash mehr Strom, als die Technologie der Lumiwatch momentan zu bieten hat. Treff mich in der Höhle in Route 3. Alles klar. Dort, in der Höhle in Route 3, dort haben wir immer unsere geheime Soße, so wie man sagt. Alles klar, also die Taschenlampen-App, die braucht so viel Strom, dass wir jetzt erstmal in diese komische Strommine gehen müssen. Kennt man. Kennt man einfach. Also wer es nicht kennt, weiß ich auch nicht. Psst, psst. Also psst, psst. Jemand ruft dich auf deine Lumiwatch an. Hey Süßer, ich bin's, deine Mutter. Dein Vater und ich haben dich im Fernsehen angeguckt. Es war richtig peinlich, also wirklich. Dein Pip ist einfach gestorben. Also, wir haben dich enterbt. Ach übrigens, du solltest ja diesen Battlestar in Route 3 treffen, richtig? Ich möchte dir nur sagen, we're rooting for you at home. We talk more soon, love you. Okay, keine Ahnung. Wir gehen jetzt erstmal in die Arena. Heilen hier erstmal unsere Lumions. Dum, dum. Also erstmal müssen wir reingepackt werden und dann... Dum, 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 dum. Wunderbar. Es gibt heftigen Regen in Route 8. Okay. Aber bevor wir uns dann weiter in diese Höhle begeben, würde ich sagen, reicht das erstmal. Ich nehme jetzt schon wieder eine Stunde auf. Das war's also mit dieser Folge. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis dann und ciao!